Der Spinosaurus hatte seinen wahrscheinlich denkwürdigsten Auftritt im dritten Jurassic Park Film, denn viele da draußen, die die Filme gesehen haben, die wissen gar nicht, dass die Geschichte des Spinosaurus eigentlich weitergegangen ist, und zwar in der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous, um genau zu sein in Staffel 4 und 5. Da haben wir den Spinosaurus wiedergesehen und ja, nach anfänglichen Gerüchten, dass das gar nicht derselbe Spinosaurus wäre, sondern eben nur der gleiche, haben wir uns mal damit befasst und eben rausgefunden, dass Colin Trevorrow selber gesagt hat, doch, der Spinosaurus auf der Mentacorp-Insel ist dasselbe Individuum wie das, das wir in Jurassic Park 3 sehen. Warum das zu Beginn bei einigen für Verwirrung gesorgt hat, ist ganz einfach der Punkt, dass der Spinosaurus in Jurassic World Camp Cretaceous anders aussieht, sich anders anhört, sich anders bewegt und schon fast aufrecht steht. Also das ist wirklich vom gesamten Erscheinungsbild, mag man nicht meinen, dass das dieselben Spinosaurier sein sollen. Ebenfalls hat Colin Trevorrow sich dann dazu geäußert und auch noch gemeint, naja, bis jetzt ist das offiziell im Kanon, aber er habe das ja nicht so tief im Kanon verankert, dass man das auch gerne in Zukunft wieder retconnen kann und naja, dann später erzählen könnte, dass das doch ein anderer Spinosaurus wäre als der in Jurassic Park 3. Ihr merkt, Colin Trevorrow hat nicht wirklich Bock gehabt, das Jurassic-Franchise irgendwie gut und sinnig voranzutreiben. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall aus den Kommentaren eine Frage von euch geschnappt, denn ihr habt mich gefragt, Tobi, sag mal, weiß man irgendetwas über den aktuellen Stand des Spinosaurus zum Zeitpunkt von Jurassic World Chaos Theory? Und ich habe mir gedacht, ich schaue da mal nach, was wir aus dem, was wir wissen, zusammen friemeln können, um da vielleicht eine Antwort zu finden. Oder vielleicht gibt es ja auch inzwischen eine offizielle Antwort zu der Frage, wo der Spinosaurus aktuell abgeblieben ist. Das alles besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Bevor wir jetzt hier richtig tief in die Materie reingehen, macht es einfach Sinn, nochmal ganz kurz auf die Animationsserie einzugehen, weil viele da draußen, ich will mal behaupten, immer noch die meisten, die die Filme gesehen haben, haben sich mit dieser Animationsserie Camp Cretaceous noch nicht auseinandergesetzt. Und ich kann gerade euch nur immer wieder empfehlen, schaut euch die Serie wirklich an. Das ist eine Kinderserie, die aber um Welten besser ist als die Jurassic World Trilogie. Denn immer wieder bekomme ich in Nachrichten den Satz geschrieben, naja Tobi, der Spinosaurus müsste doch eigentlich im Biosyn Valley sein, weil Lewis Dodgson hat ja gesagt, dass er von der Isla Sorna nahezu alle, also die meisten Dinosaurier, ins Biosyn Valley gebracht hat. Und der Spinosaurus war auf der Isla Sorna gewesen. Das heißt, entweder müsste er immer noch da sein oder er müsste im Biosyn Valley sein. Und irgendwo ist der Gedankengang dahinter auch nachvollziehbar. Allerdings finde ich, man sollte hier die Reise des Spinosaurus nicht außer Acht lassen. Denn im offiziellen Kanon ist die Nummer ein bisschen anders abgelaufen. Wir wissen, dass der Spinosaurus auf der Isla Sorna von Dr. Henry Wu mit Hilfe des Amalgam Testing geschaffen wurde. Das Amalgam Testing war eine Vorstufe für die Hybriden und mit diesem Amalgam Testing konnte Dr. Henry Wu bei bestimmten Spezies bereits Charaktereigenschaften oder auch das Aussehen beeinflussen und eben verändern. Aus diesem Grund sind die Velociraptoren in Jurassic Park 3 intelligenter und sehen auch anders aus als zum Beispiel die Velociraptoren in Jurassic Park 2, obwohl das Ganze ja auf derselben Insel, auf der Isla Sorna, spielt. Ebenfalls wurde mit dem Amalgam Testing im Nachhinein noch hinzu erklärt, warum der Spinosaurus denn so fanatisch hinter den Menschen her ist. In einem ganz frühen Konzept gab es die Idee, dass ein Baby-Spinosaurus hätte von Cooper getötet werden sollen. Das hätte dann der erwachsene Spinosaurus mitbekommen und deswegen Alan Grant und Co. über die gesamte Insel gejagt. Den Baby-Spinosaurus gab es allerdings so nie, weder im fertigen Film noch in irgendeinem Drehbuchansatz. Deswegen wurde dann im Nachhinein das Amalgam-Testing dazu gedichtet und deswegen ist der Spinosaurus, ähnlich wie auch der Indominus Rex, sehr stark darauf aus, naja, herauszufinden, ob er wirklich das Alpha auf der Insel ist und eben aus Spaß zu töten. Genau dieser Spinosaurus wurde dann Jahre später von der Isla Sorna weggeschafft, und zwar zur Mentacorp-Insel. Dort wurden weitere Experimente mit Dinosauriern betrieben und das tatsächlich im Geheimen. Das ist auch eine Sache, wo man drüber streiten kann. Wie ist das geheim geblieben? Ich meine, ja, die Mentacorp-Insel hat ja solche speziellen technologischen Machenschaften gehabt, wie unsichtbare Gebäude oder ähnliches. Aber ich meine, die haben einfach das Wetter verändert. Wir hatten eine Insel mitten im tropischen Ozean und da hat es einfach geschneit. Das hätte
hätte vielleicht irgendwie auffallen können, dass da irgendwas nicht stimmt. Naja, auf jeden Fall ist der Spinosaurus dann eben erstmal dort verharrt. Nachdem die Machenschaften von Mentacorp jedoch aufgefallen sind, wurden die Dinosaurier von der Mentacorp-Insel ebenfalls wieder weggeschafft. In diesem Fall jedoch wurden die Tiere nicht mehr zurück auf die Isla Sorna gebracht, nein, sie wurden tatsächlich von Biosyn selber ins Biosyn Valley verfrachtet. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, da habe ich drüber gesprochen, ob der Spinosaurus doch im Biosyn Valley gewesen ist, weil Colin Trevorrow meinte, ja, der war auch da, ihr habt ihn halt nur nicht gesehen. Colin Trevorrow, Alter. Es ist ach, nee, komm, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Ich habe dir das Video auf jeden Fall mal da oben verlinkt, das kannst du dir gerne mal angucken. Und ja, bis das Ganze jetzt hier noch einmal geretconnt wird, solange ist das laut Colin Trevorrow offiziell im Kanon verankert. Das heißt, wir stützen uns jetzt ebenfalls auf genau diese Aussagen. Der Spinosaurus müsste zum Ende von Jurassic World Dominion weiterhin im Biosyn Valley gewesen sein. Und um eine Antwort zu finden, ob das zum Zeitpunkt von Jurassic World Chaos Theory immer noch der Fall wäre, müssen wir einfach mal schauen, was wir denn bisher wissen, was aus dem Biosyn Valley geworden ist. Und tatsächlich erfahren wir über den Dino-Tracker selber oder ebenfalls über die Seite Jurassicpedia, dass das Biosyn Valley weiterhin existiert. Biosyn an sich als Firma gibt es nicht mehr aktiv. Die wurden quasi nach dem Unfall, der da eben passiert ist, genauso wie auch in mehr oder weniger eingestampft. Das gesamte Biosyn Valley ist jetzt ein Naturschutzgebiet, in welchem Dinosaurier aufbewahrt werden und eben hier ihren natürlichen Lebensraum simuliert bekommen. Das heißt, wenn wir genau nach diesen Daten gehen, können wir aktuell sagen, dass der Spinosaurus sich zum Zeitpunkt von Jurassic World Chaos Theory immer noch im Biosyn Valley befinden müsste. Sollte er bei dem Vorfall in Jurassic World Dominion nicht irgendwie ums Leben gekommen sein, aber das wäre es jetzt noch. Das wäre wirklich, stellt euch mal vor, wir erfahren einfach, dass der Spinosaurus offscreen gekillt wurde, weil ihm eine brennende Heuschrecke auf den Kopf gefallen ist. Das muss nur irgendjemand twittern und Colin Trevorrow wird meinen, ja, offiziell im Kanon verankert. Nee, aber Spaß beiseite. Bisher können wir auf jeden Fall sagen, ja, der Spinosaurus ist definitiv auf dem Festland. In Italien, also im Biosyn Valley. Italien ist wo? Richtig, in Europa. Dasselbe Europa, in welchem wir erfahren haben, dass dort auch Bens Freundin lebt. Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory könnte uns also tatsächlich nach Europa bringen, möglicherweise nach Italien, vielleicht zum Biosyn Valley zurück und möglicherweise sehen wir auch dann schon den Spinosaurus wieder. Ich hoffe, ich konnte deine Frage hiermit einigermaßen nachvollziehbar beantworten. Und jetzt könnt wie immer ihr mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten reinschreiben. Habt ihr hierbei andere Informationen für mich? Habe ich irgendwas übersehen? Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Und gebt mir bitte eine Antwort auf die Frage, ob ihr den Spinosaurus gerne im Original Jurassic Park 3 Design in Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory wiedersehen wollen würdet. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.